Ich erkläre hiermit die Special Olympic World Games Berlin 2023 offiziell für eröffnet. Uns erwarten heute 70 Kinder mit und ohne Behinderungen, die auf dem inklusiven Spielplatz in Berlin-Pankow an 8 Stationen sich gegenseitig ausprobieren, Spaß haben werden, gemeinsam einfach spielen. Herzlich willkommen zu den Spielplatz Special Olympics. Die Spielplatz Special Olympics, die vereint ziemlich viel von dem, wofür wir kämpfen in Sachen Inklusion. Nämlich den Menschen Inklusion nahe zu bringen. Und wo könnte man das besser als auf dem Spielplatz? Denn Kinder sind nicht nur die Chefs von morgen, sondern das sind ja die Leute, die in Zukunft einen selbstverständlichen Umgang damit haben sollen. Für uns ist ganz wichtig, dass es einfach selbstverständlich ist, dass Kinder inklusiv aufwachsen. Und deswegen ist der Spielplatz so wunderbar und passt auch zu Special Olympics. Inklusive Spielplätze sind total wichtig, weil hier Kinder mit und ohne Beeinträchtigung zusammen spielen, toben, Spaß haben. Und wir sind der Überzeugung, dass wenn von Anfang an Inklusion gelebt wird, dann entstehen Vorurteile gar nicht und das ist gut für eine inklusive Gesellschaft. Wir haben als REWE natürlich eine riesen Plattform, das Thema Inklusion auch tatsächlich weiter in die Bevölkerung zu treiben. Wir sind eigentlich gar nicht verschieden. Ich meine, Menschen mit Beeinträchtigung oder ohne Beeinträchtigung, wir sind alle gleich und da gibt es keine Unterschiede. Wenn man hier erlebt, wie Kinder ohne jede Einschränkung, ohne jede Vorurteile gemeinsam zusammen Spaß haben, dann sehen wir einfach, was gelebte Inklusion ist. Viel Menschlichkeit, viel Freude. Ganz im Sinne von Stück zum Glück.